Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Wir haben heute wieder ein spannendes Gespräch für Sie vorbereitet und zwar geht es um das Thema 24-Stunden-Betreuung, ein Bereich, der natürlich auch in Zeiten wie diesen weitergehen muss. Zuvor aber wie gewohnt die aktuellen Meldungen des Tages mit einem Überblick über die Situation in Vorarlberg. Am Mittwoch um 15.30 Uhr meldete das Gesundheitsministerium 5.560 bestätigte Corona-Fälle in Österreich, 409 Infizierte in Vorarlberg. Seit Mittwoch gibt es ein aktualisiertes Online-Formular. Wer keine Symptome verspürt, aber Kontakt zu einem mit Coronavirus positiv getesteten Menschen hatte oder in einem Risikogebiet war, kann dieses Formular ausfüllen. Zu finden ist das Covid-19-Kontaktpersonen-Formular auf vorarlberg.at/corona. Ja, soweit zu den aktuellen Meldungen des Tages aus Vorarlberg. Bei uns jetzt wieder ein sehr interessanter Gast heute per Skype zugeschalten und zwar von Fair Betreut. Ich darf begrüßen Bob de Vries. Bob, hallo, servus, schön, dass du Zeit hast. Hallo, grüß. Fair Betreut, da geht es um 24-Stunden-Betreuung. Ein Thema, das darf man wirklich sagen, das gerade jetzt natürlich gar nicht so einfach zu handhaben ist. Erstmal die Frage, wie geht es euch denn jetzt mit dieser Situation? Wie geht denn ihr jetzt wirklich mit dem Thema Coronavirus bei euch um im Unternehmen? Uns geht es gut. Wir sind alle gesund. Mhm. Also auch, wir arbeiten weiter. Mhm. Wir sind natürlich auch, wie du siehst, im Homeoffice mhm. und organisieren von hier aus alle nötigen Bewegungen unserer Pflegekräfte mhm. und sorgen dafür, dass die Betreuung weitergeht. Mhm. Pflegekräfte, das ist ja das wichtigste Thema. Das sind ja wirklich dann die Personen, die vor Ort sind für die 24-Stunden-Betreuung. Wie ist da die Situation? Wie geht es den Pflegerinnen und Pflegern jetzt? Wie geht man damit um? Am Anfang waren alle natürlich sehr verunsichert. Man kann sich vorstellen, Angehörige zu Hause, Kinder zu Hause und die Pflegerinnen in Österreich. Mhm. Inzwischen haben alle sich beruhigt, haben verstanden, dass es der bessere Weg ist, hier zu sein bei uns in Österreich mhm. Und sind wirklich als eine große Familie, also ausnahmslos all unsere Pflegekräfte haben gesagt, wir bleiben, solange es notwendig ist mhm. Und lassen unsere Patienten, unsere zu betreuenden Personen nicht allein. Mhm. Das klingt auch wirklich, dass man muss ja immer, ich bin immer so derjenige, der sagt, man muss natürlich auch irgendwie das Positive rausholen. Das klingt auch so, als ob die Situation ein bisschen zusammenschweißt auch. Das ist ja das Schöne, was man überall etwas merkt, dass man zusammenkommt, dass man mehr das schätzt, dass man zusammen sein kann. Das ist in dem Fall auch bei euch der Fall in einem Bereich, wo es ja ganz, ganz wichtig ist, wo eine enge Beziehung zwischen Pflegerin und Pflegenden entsteht, oder? Ja, natürlich, natürlich. Wir haben wirklich gemerkt, dass wir einen riesen Band mit unseren Pflegekräften haben. Mhm. Dass alle zu uns und zu ihrer zu betreuenden Personen stehen und wirklich mit Herz dabei sind. Mhm. Und ja, darauf haben wir natürlich gehofft und darauf hingearbeitet. Aber es bestätigt sich einfach, dass alle wirklich diese Verantwortung auch selber spüren mhm. Und sagen, ja, wir müssen da sein, auch wenn es ab und zu natürlich schwer ist, ob es Heimweh ist oder nach zu Hause. Im Moment ist die Situation so, wie hier ist mhm. und dann machen die alle einfach das Beste raus. Mhm. Wir haben auch im Vorgespräch uns kurz unterhalten, wo du auch gesagt hast, das ist schon was du auch erwähnen möchtest, die Rahmenbedingungen. Es helfen alle zusammen, natürlich auch die politische Führung im Land. Das darf man, glaube ich, auch sagen, die haben es nicht so einfach. Da muss man jetzt schon schauen, dass alles funktioniert. Aber jetzt von eurer Seite aus funktioniert das sehr gut. Also auch die Rahmenbedingungen, die jetzt geschaffen werden in allen Belangen, die sind für euch auch gut, dass ihr weiterarbeiten könnt, oder? Das finde ich auch wirklich nennenswert. Die Vorarlberger Landesregierung unterstützt uns gewaltig. Mhm. Das ist eine Initiative, die ist wirklich zu begrüßen und zu bedanken. Mhm. Sie bemühen sich darum, dass ein Netzwerk entsteht zwischen den Anbietern in der 24-Stunden-Betreuung in Vorarlberg und stehen uns tagtäglich mit Rat und Tat zur Verfügung. Mhm. Wir kriegen ständig neue Informationen, was aktuell wichtig ist mhm. Und
Ansprechperson bei der Vorarlberger Landesregierung, der Frau Raskopf-Schenker, ist wirklich ein Beispiel, mit welcher Einfühlsamkeit hier gearbeitet wird. Da möchte ich mir herzlich bedanken für diese Unterstützung. Ja, das ist schön zu hören, wenn man auch, egal in welchen Belangen, wirklich jetzt gut zusammenarbeitet, um die Situation so positiv wie möglich natürlich über die Bühne zu bringen. Vielleicht abschließend noch, Bob, es ist ja, du hast es auch schon gesagt, es ist eine ganz enge Beziehung zwischen den Pflegekräften und der zu pflegenden Person. Da geht es um 24-Stunden-Betreuung. Das ist nicht einfach nur, man schaut da mal vorbei und schaut, wie es ihm geht, sondern man ist wirklich vor Ort und macht das. Hat sich diese, habt ihr da schon was mitbekommen, auch diese enge Verbindung jetzt vielleicht verändert in Zeiten wie diesen, dass man da nochmal vielleicht sogar eine nähere Verbindung herbekommt? Ich glaube schon. Wir sind natürlich jetzt ständig in Kontakt mit zwei, mit unseren Pflegekräften, was auch mit den Kunden natürlich, weil die auch wissen wollen und sollen, wie geht das jetzt weiter, wobei auch wir nicht genau wissen, wie lang diese Situation geht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Band zwischen beiden Personen immer enger wird. Wenn man das Gefühl hat, ja, diese Person bleibt vor mir da, obwohl sie eine eigene Familie hat und obwohl sie das Verlangen auch nach zu Hause hat, das kennt nach einem normalen Turnus. Die meisten sind jetzt über diese Turnus hinaus, sind länger da. Und da möchte ich auch an alle pflegebedürftige Personen und Angehörige appellieren, dass sie ein bisschen mehr Einfühlsamkeit zeigen, weil diese Pflegekräfte natürlich länger da sind. Darin entsteht auch natürlich ein bisschen Müdigkeit, das ist logisch, das ist normal, dass man da einfach diese zwischenmenschliche Beziehung ein bisschen ausbreitet, dass nicht so viel erwartet wird. Man muss dann natürlich auch bedenken, dass die Pflegekraft irgendwo auch ein bisschen müde wird, durch der Zeit her. Und da bitte ich einfach um Verständnis, dass man da auch einsichtig ist natürlich. Bob, ich sage dir ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch uns ein bisschen Einblick in dieses Thema zu geben. Ich wünsche euch, dir und natürlich vor allem deinen Pflegekräften ganz, ganz viel Kraft weiterhin, dass das genau auch so weitergeht und dass man hier trotzdem das positiv nimmt. Und ich darf sagen, glaube ich, auch euch wirklich sehr großes Dankeschön, denn diese Arbeit, die muss jetzt weitergehen und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch weitermacht. Bob de Vries von Fairbetreut, vielen, vielen Dank und weiterhin viel Kraft und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in Natura und nicht über den Computer. Gerne. Diesen Dank will ich gerne an unsere Pflegekräfte weitergeben, weil sie diejenigen, die vorne am Front sind und diese Arbeit leisten. Bob de Vries, vielen Dank und gesund bleiben, wie es so schön heißt, auch natürlich an dich. Danke vielmals. Danke auch. Dir auch. Ja, das war Bob de Vries von Fairbetreut. Ganz eine wichtige Aufgabe, die natürlich trotzdem auch in Zeiten wie diesen weitergehen muss. Und da wirklich Hut ab, dass das alles so wunderbar funktioniert. Das war's mit der Tag von heute bei Ländle TV. Es gibt jetzt noch wie gewohnt unser Kachelmann-Wetter und ich darf mich verabschieden. Machen Sie's gut. Ein Hochdruckgebiet bestimmt noch bis einschließlich Samstag das Wetter bei uns im Ländle. Ein Tief über dem Mittelmeer lenkt meist nur dünne und hohe Wolkenfelder heran. Erst zum Sonntag erreicht uns ein Tiefausläufer. So erwartet uns auch am Donnerstag ein meist sonniger Start in den Tag. Oft ist es aber leicht frostig. Im Rheintal liegen die Frühwerte um 0 Grad. Zum Nachmittag ziehen dann einige dünne und hohe Wolkenfelder vorüber. Es bleibt aber weiterhin trocken. Mit Sonnenschein liegen die Höchstwerte dann zwischen etwa 7 und 10 Grad. Bis einschließlich Samstag setzt sich das trockene Hochdruckwetter weiter fort. Die Wolken werden bis Samstag jedoch etwas zahlreicher, wobei die Sonne ebenfalls noch länger dabei sein wird. Der Frost in den Nächten schwächt sich etwas ab und tagsüber wird es mit 11 Grad am Freitag und bis zu 14 Grad am Samstag etwas milder. Am Sonntag erwartet uns wahrscheinlich ein Wetterwechsel, wenn ein Tiefausläufer mit Regen in den Bergen auch Schnee aufkommt. Damit kühlt es ab.